Ein beeindruckendes Schauspiel konnte man am Dienstag im Hafen von Wismar beobachten. Von weitem sah es aus wie eine reguläre Fahrt der Pöhler Kogge. Doch umso näher das Schiff kam, umso deutlicher wurde der Schleppverband und die wertvolle Fracht, den er transportierte. Ein 32 Meter langer, 140 Jahre alter Baumstamm, feinste Douglasie aus dem Harz, wurde mit Hilfe von zwei Motorbooten zum Bronco-Kai gebracht. Dort begann dann das eigentliche Schauspiel. Dieser 5 Tonnen schwere Stamm wurde von einem Kran langsam und vorsichtig aus dem Wasser gehoben. Damit sind die Arbeiten für den zukünftigen Mast der Pöhler Kogge aber längst noch nicht beendet. Erstmal wird er hier noch weiter bearbeitet. Dann wird am Freitag der alte Mast gezogen, der wird daneben gelegt. Dann wird der neue dem alten angepasst, die Maße genommen. Und wenn das dann fertig ist, wird der neue eingefädelt. Das braucht da bestimmt 14 Tage, vielleicht sogar 3 Wochen. Die kommenden Tage sind also noch einmal arbeitsintensiv für alle Beteiligten. Sobald der alte Mast gezogen ist, können Fans der Pöhler Kogge Teile von ihm gegen einen Obolus ihr eigen nennen. Also ein Stück Original-Koggenmast als Andenken für zu Hause. Anfragen dafür nimmt Gerd Lemke unter der eingeblendeten Telefonnummer entgegen.